Hallo, in diesem Kurztutorial möchte ich mir zeigen, wie man einen Dachablauf mit Klemmflansch in eine PVC-Dichtungsbahn einbaut. Man braucht dazu einen Klemmflansch und am besten eine vorbereitete Manschette. Man legt den Dachablauf umgekehrt auf die Manschette. Es ist sehr viel einfacher, das Vorwege vorzubereiten, bevor man den Dachablauf einbaut, und markiert anschließend, zum Beispiel mit einem Edding, die Gewindegänge auf der Dichtungsbahn auf der vorbereiteten Manschette. Fest andrücken, damit sich die Gewindegänge ab der Dichtungsbahn abdrücken. Und dann mit einer Lochzange die entsprechenden Löcher sorgfältig aus der Dichtungsbahn ausstanzen. Das funktioniert mit nahezu allen Kunststoffdichtungsbahnen auf die gleiche Art und Weise. Sorgfältig die ausgestanzten Dichtungsbahnstücke ausbrechen oder herauslösen, soweit notwendig. Und dann den vorbereiteten Flansch mit den entsprechenden Löchern. Hier kann man sehr schön sehen, wie es ausgestanzt wurde. Über die entsprechenden Metallgewindegänge an Dachablauf schieben. Erst einmal testen, ob auch alles passt. Und wenn der erste Probedurchgang gut geklappt hat, dann ziehen wir die entsprechende Dichtungsbahn wieder sorgfältig ab. Achtung, aufpassen beim Abziehen, besonders bei Kunststoffdichtungsbahnen ohne Gewebe, dass sie nicht einreißen. Dann kommt der entsprechende Dichtungsflansch, der immer mitgeliefert wird, auf den Dachablauf. Wichtig, in diesem Fall sehr wichtig, bitte bei diesen Klemmflanschen niemals das Geotextil, also die Schutzlage, die unter der Dichtungsbahn liegt, mit einklemmen, sondern bitte nur den entsprechenden Gummiring verwenden und dann die Dichtungsbahn auflegen. Dichtungsbahn wieder durchstoßen. Sorgfältig abdrücken, sodass sich keine Falten bilden. Diese Falten führen anschließend zu Undichtigkeiten. Jetzt den eigentlichen Klemmring auflegen, nochmal kontrollieren und dann mit diesen Klemmring mit Hilfe der mitgelieferten Unterlegscheiben und Flügelmuttern auf dem Korpus fest montieren, festschrauben, wie immer über Kreuz. Und handfest anziehen. Auch hier gilt, keine Kunststofffliese oder ähnliches mit einklemmen, nur die Dichtungsbahn. Nochmal auf guten Sitz kontrollieren. Schauen, dass es entsprechend eingepasst ist. Und am Schluss das Ablaufsieb, den Kiesfangsieb und den Schutz der Gewindegänge montieren. Und schon ist der Gulli fertig. So kann er hervorragend und relativ einfach eingebaut werden. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen.